Hallo Leute, und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Der Tyron ist wieder mit dabei. Hey, yo Leute, was geht ab? Und heute geht es um eine neue Special Edition von dem Manga. Das ist nicht mein Manga, aber die gehören hier dem Tyron. Und zwar Parallel Paradise. Ich halte noch nicht allzu viel vom Manga, allerdings neben der regulären Version kommt auch immer noch eine mit einem Bonus dabei, so eine Special limitierte Edition. Bis jetzt bei allen drei Bänden gibt es. Und dazu gibt es dann immer so ein Bonus Booklet. Was wir nicht zeigen. Das können wir nicht zeigen. Wie gesagt, denn dies hier, dieses Goldene, das kann man abnehmen und dann sind die drei Mädchen immer komplett nackt da und das wird dann ein Problem mit den YouTube-Richtlinien geben. Das dritte daraus kann man auch nicht zeigen. Aber sicherlich wollt ihr wissen, was sind denn überhaupt diese kleinen Heftchen hier. Und das erste, ich muss sagen, die Idee ist wirklich sehr nett. Das ist so ein Guidebook. So ein kleines Guidebook, da sind zum Beispiel so die Informationen drin. Hier über den Green Dragon und den Lizard. Ja, Lizard ist auf jeden Fall ziemlich nett gehalten, muss man sagen. Und auch so hinten war auch, glaube ich, oder vorne war auch so eine Landkarte drin. Genau, Landkarte von der Welt. Das ist auf jeden Fall ganz nett. Und natürlich könnte man jetzt sagen, in jeder Band geht ja die Geschichte auch weiter. Können wir also in jede Band quasi immer die Infos bringen, die in dem jeweiligen Band vorkommen. Aber nein, das ist nicht der Fall. Das nächste ist eine Light Novel. Und hinten ist immer auch noch so ein kleiner Bonus-Comic drin. Und da haben wir hier. Und das dritte, da sind die Sex-Szenen aus dem Manga nur nochmal koloriert. Und es gibt keine Szene, die ich zeigen kann. Sag ich mal. Nee, das ist zu dir auch nicht nötig. Aber ich glaube, es muss auch irgendeine Farbseite geben, die man zeigen kann. Nee, muss ja auch. Okay, gut, das hier kann man noch. So. Wieder, das ist in Farbe. Komplett, ist sehr das ganze cool. Teil ist komplett in Farbe. Hinten gibt es wie immer, die ist wieder schwarz-weiß. So eine Bonusgeschichte. Die sind auch immer noch drin. So Bonuskapitel, Special Short Comic nennt sich das. Und ja, wieder, ich finde den Bonus auf jeden Fall ganz nett, muss ich sagen. Was sagst du dazu? Ich finde das super, weil als ich den ersten Band gekauft habe, wusste ich ja gar nicht, was dabei ist. Nee, da war auch lange Zeit unklar. Denkst du, dass wir noch bei den weiteren Bänden so davon? Ich denke, dass wir es jetzt einmal so lange bringen, wie es geht. Wie es sich auch vielleicht doch lohnt. Und wie lange nochmal läuft? Ich meine, was haben wir überhaupt? Auf jedem dieser Extra-Heftchen sind auch nochmal wieder das Covergirl abgebildet. Hier ist so die Lumi. Da haben wir dann die Lumi drauf. Hier haben wir dann die rüber den Typen. Bei den anderen hört es schon auf mit dem Namen. Ich habe keine Ahnung. Du könntest natürlich das erste Guidebook lesen, da sind die Charaktere alle beschrieben. Ja, könnte ich natürlich machen, allerdings. Interessiert mich jetzt nicht so wie die anderen 30. Ich glaube, die eine ist Nymphoman, die andere redet irgendwie, dass Sex nach gebratem Fleisch riecht. Und der Rudi, was mir übrigens auffallen ist, es gibt ja da auch diesen Lucifer-Schnitt. Und mit der gibt es keine Sexszenen, die stirbt vorher. Die stirbt vorher, aber natürlich, also ich habe das auch mit Absicht gemacht, oder? Ich denke, das war um zu zeigen, was passiert, wenn die 20 werden. Ja, gut, aber warum auch denn mit dem Lucy-Klo? Mit der hätte ich jetzt auch nicht so gerne Sex, aber. Warum? Die sieht gut aus. Ne, die anderen fand ich besser. Okay, aber war ich, aber. Ne, wieder nicht. Gut. Aber das nur so nebenbei zu der Special Edition von Parallel Paradise. Ist auf jeden Fall ein netter Bonus. Ich bin mal gespannt, ob sie sich immer was Neues einfallen lassen oder ob wir irgendwann dann wieder ein Guidebook haben, wieder mit den wichtigsten Informationen zusammengefasst. Oder halt wieder mit Farbe oder so eine Art kleines Artbuch oder so. Oder ob wieder was völlig Neues dabei sein wird. Was ich mich frage, ist ja, sollte dieser Manga irgendwie den deutschen Raum erreichen, wird dieses Special Book auch dabei sein? Und wenn ja, oder wird es einfach hinten reingeklatscht, wenn es überhaupt dabei kommt, weiß man eh nicht. Weil so wie das Werk aufgebaut ist, ist es ein bisschen fraglich. Ja, ob der Werk überhaupt erscheint, ist eine andere Frage. Wie gesagt, solange es noch läuft, wird es mehr als Sunders fließen, aber darum geht es nicht. Ja, ist halt die Frage, wie gesagt, auf jeden Fall. Was würdest du dir denn wünschen, dass sich einige Sachen immer so wiederholen? Mal wieder ein Reibung, mal wieder was mit Farbe, mal wieder Leinwand oder sagst du, jedes Mal was Neues? Also ich finde halt, ich mag halt am liebsten immer das, wenn da so Infos drin sind einmal. Und ich finde halt immer gut, wenn Farbseiten noch da drin sind. Weil ja, aber das ist aber nur die Sexseite. Nein, weil auch hier, ja, da ist nichts.
Da sind zum Beispiel auch die Farbseiten aus dem Magazin hier am Anfang. Genau, die Farbseite, aber... Weil die sind ja sonst in den gebundenen Sachen nicht mit drin. Nee, das stimmt. Unterscheiden sich auch immer. Gut, die kleinen Farbseiten sind da drin. Auf jeden Fall, dir gefällt das dann. Also hättest du nichts dagegen, wenn man wieder so ein Guidebook genau, macht. Genau, mit Farbseiten. Oder mit Farbseite, ohne Farbseiten, je nachdem. Und wenn man wieder so vakanzfarbig so ein Line-Up dabei wäre, auch nicht. Das wäre auch ein Problem mit. Ja, und was sonst noch drin ist, wenn man dann, wir sehen, wenn Band 4 raus ist, wieder, da wollen wir auch kurz vorstellen. Und dann würde ich mal sagen, wer wir nämlich wieder sind, ihr müsst vom Link schauen, wie es weitergeht.